Zeitpunkt Hannover eigentlich stillgestimmend. Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen über die Mauer diskutieren, die da klein wenig ungünstig stand. Auf alle Fälle viel Tempo dahinter und Zieler wieder mal überwunden nach einem Freistoß. Wir erinnern uns an den vergangenen Sonntag, als die Hannoveraner ja eine 2-0-Führung abgegeben haben gegen Gladbach. Arango, Tor in Bielefeld!